See, I've been thinking about you all day, just waiting for your call. Don't even really know what to say, why I have to fall so hard. It's like I scrape my face right across the ground. So happy to be feeling this way. Guess you really turned me out, it's true. So into you, ain't nothing for you. Also ich bin jetzt in Linz und ich komme gerade vom Bahnhof und gehe gerade einchecken in meine Unterkunft. Es ist gerade ein bisschen stressig, weil ich bin so um die 10, 20 Minuten hinten im Zeitplan. Ich habe dann als erstes den Auftritt. Wenn ich da zu spät komme, ist es ein bisschen unpassend auf jeden Fall. Das heißt, ich muss mich beeilen. Also ich hoffe, ich schaffe das. Ich melde mich wieder, wenn ich im Hotel bin. Okay, ich habe gerade eingecheckt. Hier hinten, by the way. Wow. Und jetzt warte ich gerade auf mein Taxi, weil das fährt mich zur Johannes Kepler Universität. Wir sehen uns dann da. Sorry, dass ich jetzt mein Handy filme. Das ist stressig gerade. So, ich bin jetzt hier am Gelände von der Ars Electronica, also vom Festival. Die Ars Electronica ist nochmal ganz woanders, aber das findet heuer an der Johannes Kepler Universität statt. Und ich habe gerade meinen Tunnel Talk abgetalkt, whatever. Und jetzt zeige ich euch einfach mal ein, zwei Bilder von dem diesjährigen Ars Electronica Festival bei der Johannes Kepler Universität. Viel Spaß. Keine Ahnung, was sage ich am Ende, Digga. Video, B-Roll, fertig. Wir sind jetzt ein bisschen rumgegangen, haben ein bisschen gefilmt. Neo ist auch dabei bei meinem Vlog heute. Der filmt auch für die Ars Electronica. Wir haben uns gerade Essen geholt. Ich habe mir so Reis geholt mit so Hühnerfleisch. Das ist ganz cool. Hallo. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen die letzten zwei Stunden jetzt noch die Ars Electronica anschauen, noch ein bisschen was filmen. Und nachher gibt es von mir ein Update aus dem Hotel. Ja. Bye. Neo, wir haben gratis Essen und Getränke verpasst. Tja,
erster Tag von der Ars Electronica oder von dem ersten Tag, wo ich da war, auf jeden Fall ist jetzt fertig. Wir sind in unserer Herberge und schneiden die Videos, also das Footage, was wir heute gefilmt haben. Wir sehen uns dann morgen auf den nächsten Tag, da wo ich auch den großen Auftritt habe und meinen Preis entgegennehmen. Neo, komm mal rein. Wir schneiden jetzt noch die Videos fertig und gehen dann nach Penn für morgen dann. Bis morgen. Ready. Nice. Yeah. Olympiastadion. Wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt rein zum Festival. Tag 2. Let's go! Der Künstler Felix Zorn-Pauli einen hochauflösenden, sehr ebenfalls poetischen Animationsfilm gemacht. Und aus dem sehen wir einen kleinen Ausschnitt jetzt. Der Film, das Projekt heißt Silence. Silence von Felix Zorn-Pauli und jetzt zum Glück. Hallo. Erste Frage, warum Paul Celan? Warum dieses Gedicht? Also das Gedicht ist, der Paul Celan ist eben ein Künstler, den mein Lehrer, mit dem ich das Projekt auch zusammen gemacht habe, eben sehr geliebt hat und auch die Gedichte halt sehr verfolgt hat, und er hat mir das Gedicht auch empfohlen und so bin ich dann auf das eben gekommen und habe den Animationsfilm gemacht. Hast du gleich was anfangen können mit dem Gedicht oder hast du dich erst damit anfreunden müssen? Also es hat 2 Tage gedauert, bis ich überhaupt irgendwas mir vorgestellt habe unter dem Ganzen. Es war sehr rough. Es ist auch nicht das Zugänglichste, das Einfachste. Du hast dann 2 Monate an diesem Film gearbeitet, sehr viel Rendering, alles eben sehr hoch auflösend. Das zahlt sich aus, den natürlich auf einem möglichst guten Bildschirm sich anzuschauen. Genau. Hat sich denn im Laufe dieser 2 Monate dann deine Interpretation des Films irgendwann geändert? Oder hast du am Anfang beschlossen, okay, nein, das bedeutet das, so setze ich das jetzt um und da bin ich mir sicher? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch einer, der holt sich sehr gerne sehr viel Feedback und dann kriegt man auch von anderen Leuten eben auch Input und da kriegt man auch andere Interpretationen natürlich mit und das hat sich dann über den Lauf der Zeit halt auch ein bisschen verändert bei mir, aber ich bin dabei geblieben und habe das eben fertig gemacht und so ist es halt entstanden. Und jetzt großer Paul Celan-Fan? Voll, ja. Nein, ich kenne das alle nicht. Vielen Dank, es ist ein wahnsinnig schöner Film. Sehr cool. Und ein Applaus. Dankeschön. Hey ho, danke fürs Anschauen von meinem Vlog. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Lenz. Danke an die Ars Electronica, dass sie mich ausgewählt haben. Und ja, ciao.